Da ist er ja schon wieder. Panoramaweg Schwarzatal. Ja, so ein Stück vom Schwarzatal entfernt, aber nicht weit weg. Ich befinde mich nämlich heute in Unterweißbach. Das ist hier so im Lichtetal gelegen. Die Lichte, die fließt ja in die Schwarza hinein. Dort in westlicher Richtung. Unterweißbach ist ein kleiner Ort. Unterhalb der Lichtetalsperre, die Talsperre Lichtleibes, die ist hier eigentlich sozusagen die Sehenswürdigkeit hier in diesem Ort. Tja, und in meinem 37. Teil von Wandern in Thüringen will ich auch davon nochmal einiges erwähnen. Ausgangspunkt hier von meiner Wanderung ist hier der große Parkplatz. Also hier kann man wirklich sein Auto gut hinstellen und dann hier loswandern. Tja, und wie immer heißt ja mein Motto, von unten nach oben. Ja, hier sind so einige Schilder, Wegweiser. Meurer zum Beispiel, kennen wir noch von einer vorhergehenden Beschreibung, wo ich von den Meurersteinen berichtet habe. Ja, und von da aus ist es ja auch zur Lichtetalsperre nicht weit. Ja, und mal gucken, was mich hier so alles so erwartet. Ich gehe jetzt jedenfalls erstmal jetzt hier hoch. Ja, so geht es hier, so eine kleine Asphaltstraße, mittelmäßig bergauf. Und hier kann man schon oder noch einiges von Unterweißbach erkennen. Also wir sind jetzt hier rasch an Höhe. Ja, wie man hier erkennt, es ist relativ feucht hier. Es hat hier vergangene Nacht bzw. gestern recht viel geregnet. Und ich muss auch heute ein bisschen aufs Wetter achten. Es sind Gewitter angekündigt und naja, Gewitter und mitten im Wald, das passt natürlich nicht so richtig, so dass ich heute auch ein bisschen wachsam sein muss und immer mal den Blick zum Himmel machen muss. Ja, das ist wichtig. Ansonsten geht es jetzt hier erstmal bergauf in südliche Richtung. Naturleerfahrt Wasser. Na, das hat bestimmt mit der Talsperre zu tun. So und so einiges erfährt über die Lichteleibestalsperre. Quelitz ist ein Ortsteil von Unterweißbach, liegt unmittelbar an der Staumauer von der Talsperre. Wollen wir mal gucken, was man hier noch so entdecken kann. Da geht's weiter. Hier interessantes zum Waldbestand. Mischwald, würde ich mal behaupten. Hier gibt es Kiefern. Auch direkt mal. Fichten natürlich. Und jede Menge Laubbäume. So. Alles gemischt. Von allem etwas. Noch bei Sonnenschein gehe ich jetzt hier weiter. So, nachdem man dann so etwa 15 bis 20 Minuten schon ordentlich bergauf hier getrabt ist, taucht hier auf einmal diese Hütte auf. Hier kann man dann mal eine Rast machen. Eine Legende, was die Jäger eigentlich für eine Aufgabe im Wald haben. Das kann man sich hier auf jeden Fall mal durchlesen. Ja, dann kann man hier drin sich schön aufhalten. Aufgaben in der Forstwirtschaft. Ja. Kann man hier schön sitzen. Ja, und die Hütte habe ich jetzt aber schon wieder verlassen.
große Rast fällt für mich jetzt im Moment aus. Nur zu viel bin ich ja auch noch nicht gelaufen. Denn ich will ja so viel wie möglich jetzt noch im 37. Teil euch zeigen hier von der Gegend. Denn ich hatte es ja schon gesagt, die Wetterverschlechterung sitzt mir so ein bisschen im Nacken. Wer weiß, wie lange das jetzt hier noch so angenehm ist mit dem Wetter. Mal ganz interessant, jetzt bin ich schon 465 Meter hoch. Die höchste Erhebung hier in der Nähe ist der Quittelsberg. Der ist so etwas über 800 Meter hoch. Ja, da möchte ich aber jetzt nicht hin. Ja, und dann kann man hier mal gucken. Ja, das ist alles nicht so dicht dran. Wolfsgrube 1,8. Kalte Rinne. Na, schauen wir mal. Meurer 6,5. Hier mal was, ich würde schon fast sagen, Lustiges. Hier steht zwar mal eine Bank, ja, aber hier ist was vergessen worden. Die Bank müsste man direkt mal von Brombeergestrüpp befreien. Ja, also Landschaftsgärtner hier, was ist hier los? Eine Bank mitten in den Sträuchern drin. Da wird sich jetzt momentan wohl kaum einer raufsetzen. Ja, ansonsten habe ich jetzt schon ganz schön an Höhe gewonnen. Und mal schauen, was so alles jetzt kommt hier oben. So, nach etwas längerer Wegstrecke, wo ich jetzt nichts Besonderes jetzt verkünden konnte, kommt jetzt hier so eine richtig tolle Schlucht. Das ist hier mal interessant, diese Schlucht hier, die sich hier hinauf windet. Auch gleich Trinkwasserschutzgebiet. Eine Tafel über essbare Pilze, die man hier antrifft. Ja, Wasser ist jetzt hier nicht gerade vorhanden, also ganz wenig fließt hier nur, so gut wie gar nichts momentan. Die Tafel ist leer. Ja, und dann hier unterhalb die Schlucht weiter. Sehr schön. Und eine Bank, sodass man sich dann auch hier mal hinsetzen kann. Und eine Ruhe hier. Nichts hört man. Hier kann man mal so ein bisschen hier in westliche Richtung schauen, auf die gegenüberliegenden Hänge und dort, das weiß ich, kann man jetzt allerdings hier über dem Video nicht so erkennen. Dort ist die Barrigauer Höhe. Von der habe ich ja auch schon einiges erzählt. Ja, ungefähr Luftlinie 7-8 Kilometer von hier entfernt. So, kalte Rinne heißt diese Hütte hier. Und wir liegen jetzt genau 500 Meter hoch. Genau in der Mitte vom Naturlehrpfad Wasser. Gelber Strich, grüner Schrägstrich. Ja, also könnte man heute mal das Motto nennen. Ich wandere heute den Naturlehrpfad Wasser. So, jetzt gehe ich mal kurz zur Hütte hoch. Mal sehen, was es da drin zu sehen gibt. Wie die aussieht, die Beschaffenheit, wird ja von mir auch immer sehr kritisch unter der Lupe genommen. In meinen Wanderbeschreibungen, Sauberkeit, Ordnung, ob alles auch ganz ist. Diese Wanderhütte hier, ja. Na gut, ist jetzt nicht das Sauberste, aber die Sitzbänke kann man ja ein bisschen abwischen oder was rauflegen. Kann man schon mal verweilen, ja.
mal der Blick zum Himmel. Naja, das ist mal was Interessantes hier. Tief nach unten blickt man hier und man sieht hier das Freibad Unterweißbach. Da unten. Die erfrischen sich jetzt schön im Wasser. Man hört auch Stimmen. Klar, das wird jetzt recht gut besucht sein hier bei heute auch wieder 27 Grad. Logisch. Ja, und da kann man so schön in den Talkessel dort hineingucken. Ja, und so könnte das aussehen. Man hat das allerdings jetzt hier schon alles verarbeitet. Wenn ein Blitz in einen Baum einschlägt. Unterteil steht noch. Das sieht so aus. So, und postwendend. Sieht schon ganz schön grau aus dort hinten. Mal sehen, wie es weitergeht. Oh, da ein Wegweiser. Das beruhigt mich jetzt schon mal. Wird ja richtig abenteuerlich heute noch. Mal gucken, was der Wegweiser dort beinhaltet. Auf jeden Fall darf jetzt die Wanderung nicht noch weiter vom Ort wegführen. Was ist denn das hier? Quelitz 1,3 Kilometer. Nasse Quelitz. Immer noch 500 Meter hoch. Ja, das ging jetzt hier recht eben. Kalte Rinne. Da war ich ja eben auch. Ja, oder war ich da? Ja. Naturleerpfad Wasser. Auch wieder hier viel beschrieben von der Pflanzen- und Tierwelt hier in Tafeln. Über auch Spuren im Schnee. Welche Tiere welche Spuren im Schnee hinterlassen? Ja, und Naturschutzgebiet. Ja. Drei Kilometer bin ich jetzt schon gelaufen. Ja, hier gehen die Wegweiser nun weiter. Gut, dann gehe ich jetzt hier nach Quelitz runter. Blickt man auch so ein bisschen noch hinein. Gut, dann gehe ich jetzt hier hinunter Richtung Quelitz. Und als Utensil kann nie verkehrt sein, die Wanderkarte Mittleres und Unteres Schwarzer Tal. Ich habe jetzt eben mal auf die Wanderkarte raufgeguckt. Ja, Quelitz, das ist günstig. Da kommt man dann auch wieder nach Unterweißbach zurück. Also werde ich jetzt hier hinablaufen. Also wie gesagt, man kann hier die Wanderung in Richtung Meura bzw. Rohrbach fortsetzen. Aber ich gehe jetzt Richtung Quelitz, jetzt hier so einen Grasweg bergab. Es ist ein sehr idyllisches und schönes Seitental hier. Ja, das ist hier mal interessant. Das ist auch ein eindeutiges Zeichen, was hier der Regen, der starke Regen der letzten Tage so mitgenommen hat. Überall hier so diese Tannenzapfen, die dann hier vielleicht auch in Bewegung gekommen sind durch diesen starken Regen. Und man sieht ja hier, wie feucht das jetzt hier ist an den Seiten. Also, ja. Und ich natürlich unbelehrbar wieder mit meinen
glatten und leichten Schuhwerk. Ja, muss wahrscheinlich erst was passieren. Ja, aber ich bin ja vorsichtig. Ich steige jetzt hier vorsichtig bergab, aber ganz schön dunkel hier. Ja. Und ganz still. Ja, nun tauchen hier die ersten Häuser von Quelitz auf. Und dort müsste dann auch das Schwimmbad liegen. Man hört jetzt auch die Stimmen schon etwas lauter. Tja, bevor ich die ersten Häuser von Quelitz erreicht habe, kommt mir noch dieses Bauwerk dort noch zu Gesichte. Errichtet 1934. Was ist das? Aber hört, hört, es regnet bereits. Das war auch mein Grund, warum ich die Wandertour nicht weiter ausgedehnt habe. Es war mir einfach zu unsicher. Da ist auch nichts weiter. Ja, und hier guckt man nur runter ins Tal nach Quelitz. Ja, und jetzt fängt es an zu regnen. Jetzt geht's los. Tja, nun kommt man zu meinen Wandern in Thüringen, Teil 37, und noch ein Wettervideo noch. Es gießt jetzt hier wie aus Eimern. Ich habe jetzt hier einen Unterstand gefunden, notgedrungen. Und werde jetzt erstmal hier verweilen. Ja, es war noch kein Gewitter, aber es gießt hier wie aus Eimern. So, naja, dann wird heute mein 37. Teil von Wandern in Thüringen hier in Quelitz eben mal so enden. Ja, liebe Wanderfreunde, ihr habt gemerkt, meine Unruhe, die war irgendwie schon klar. Also, es war mir klar, dass da irgendwas kommt. Ich habe das geahnt und deswegen bin ich jetzt hier in einer sicheren Überdachung angekommen und warte jetzt mal ab, bis der Regen aufhört. Ja, und damit schließt ja heute der Teil 37. Und ich sag mal Tschüss.